Hallo, Robert Jachtschuleichler. Berg- und Talfahrt. In dem Moment, wo jemand der natürlichen Fließrichtung eines Flusses folgt, also er kommt aus dem Binnenland von der Quelle in Richtung Mündung eines Meeres oder Mündung in den nächsten Fluss, dann ist er auf Talfahrt unterwegs. Und in dem Moment, wo jemand sich entsprechend gegen die Strömung bewegt, sprechen wir von Bergfahrt. Hamburger Hafen. Der Hamburger Hafen liegt nun direkt am Elbebereich, etwa 100 Kilometer entfernt von der Mündung des Flusses in die Nordsee, und trotzdem redet niemand von Berg- und Talfahrt. Der Punkt ist ganz einfach, die Gezeitenströmungen der Nordsee überlagern komplett den Fluss. Wir haben deswegen etwa alle 6 Stunden eine wechselnde Richtung der Fließrichtung. Wir benutzen es hier, das geht hauptsächlich um den Funkverkehr, mit der Formulierung wie aufkommend oder abgehend. Aufkommende Fahrzeuge sind dann Fahrzeuge, die vom Meer Richtung Hafen fahren, und abgehende Fahrzeuge gehen eben raus. Manche sprechen von ich drehe nach oben oder ich drehe nach unten. Unter ich drehe nach oben ist dann wieder gemeint, ich drehe Richtung Stadt, also Richtung Innenstadt, und ich drehe nach unten, ich drehe von der Stadt weg, also elbabwärts. Habe ich einen Kanal, also ein aufgestautes Gewässer, egal ob künstlich oder natürlichen Ursprungs, dann gibt es eine klare Definition durch die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Selbst wenn ich dort keine messbare Strömung habe, dann kann ich innerhalb der Kanal- und Gewässerkarten nachgucken, wie denn die Definition ist. Und das wird durch einfache Torsymbole gemacht. Also, wenn man hier ein solches Torsymbol findet, dann sind das die beiden Schleusentore, die beiden Klappen, die sich gegen den Strom stemmen. Schleusenbauwerke sind eine uralte Erfindung, und das geht auch weitestgehend ohne Technik. Man muss so einem Tor nur einen Schubs geben und dann klappt es alleine durch die Strömung zu. Das heißt, die Definition besagt jetzt, machen wir es mal mit Rot, wenn sich jemand in dieser Richtung nähert, dann kommt er mit der Fließrichtung des Wassers, das die Tore zuschubst. Er ist also entsprechend jetzt Talfahrer. Und jemand, der in Bergfahrt wäre, der gegen die gedachte Strömung anfährt, hat eine quasi immer geöffnete Schleusenkammer und kann einlaufen, weil die Tore gegen das anfließende Wasser von der anderen Seite sperren. Also, es gibt eine klare Definition seitens der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung für künstliche, an sich nicht fließende Gewässer, für die Definition Berg- und Talfahrt, und man erkennt sie an diesem Symbol. Gute Fahrt!